Herzlich willkommen zum Derivate Deep Dive hier auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich bin Andreas Lipko, natürlich heute auch wieder mit dabei Dirk Grunert aus Frankfurt. Hallo Dirk. Hallo Andreas. Ja, viel ist ja doch in den letzten Tagen passiert. Erst hätte man so ein bisschen denken können nach der letzten Sendung, der DAX lässt die Flügel hängen und wird sozusagen nicht mehr die alten Höchstkurse erreichen können. Jetzt hat sich doch sehr, sehr viel getan und wir sehen ja doch sowohl in den USA neue Kursrekorde, als auch bei den DAX zumindest mal so ein bisschen den Anflug oder den Anschein, dass man sich wieder zu den alten Kursregionen in Richtung 16.000 Punkten hocharbeiten will. Aber trotzdem sieht man eine ganz klare Diskrepanz. Die USA, wie gesagt, mit neuen Kursrekorden und der DAX so ein bisschen Flügellahm. Was könnte da der Grund sein, deiner Meinung nach? Also tatsächlich ist es der gleiche Grund, den wir auch schon im letzten Jahr gesehen haben, ist einfach Tech-getrieben. Wir haben in den USA einfach eine sehr viel größere Tech-Dominanz in den Indizes und Tech läuft immer noch relativ gut. Also wenn wir uns einfach die Quartalszahlen angucken, die gestern genannt wurden mit Microsoft und Google, das sind insgesamt schon 16% der gesamten Revenues des S&P 500. Also da kann man auch mal sehen, was für eine Dominanz diese großen Unternehmen haben. Heute kommt auch noch Apple dazu, Facebook war vorgestern. Das heißt, da hat man gesehen, Tech treibt den Markt und das ist natürlich auch der Treiber im Moment für die neuen Höchststände. Gestern wieder der Höchststand im S&P erreicht, aber du hast vollkommen recht, es gibt eine Diskrepanz im Moment im Markt. Also gerade, wenn man das nochmal zu China sieht, heute Morgen die Märkte negativ in China, die Futures aber tatsächlich in den USA als auch in Europa positiv gedreht. Das heißt, die gesamte Berichtssaison ist sehr positiv. Und wenn wir uns das Gesamt erstmal anschauen, also wir haben ja noch nicht alle Quartalzahlen gesehen, diese Woche ist die entscheidende Woche, 48% des S&Ps reporten diese Woche. Nichtsdestotrotz, im Moment haben 78% aller Unternehmen tatsächlich die Erwartungen übertroffen. Und das ist ja erstmal ein ganz, ganz tolles Zeichen. Und das gab es auch lange Zeit nicht mehr. Also so eine positive Stimmung. Man darf ja nicht vergessen, viele Unternehmen haben natürlich jetzt schon mit diesen Engpässen, Lieferengpässen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz, die Revenues sprudeln im Moment. Kann man vielleicht sagen, du hast schon gesagt, 78% der Unternehmen, die ihre Zahlen vorgelegt haben, konnten zumindest die Erwartung überbieten. Hat man im Vorfeld vielleicht schon so ein bisschen auch die Erwartungshaltung zurückgeschraubt oder hat man die eigentlich schon auf relativ hohem Niveau gelassen, weil man eben doch eher diesen temporären Effekt zum Beispiel bei den Lieferkettenproblemen gesehen hat? Oder ist es tatsächlich so, dass man das schon auch in den Erwartungen eingepreist hat und deswegen eher ja, so ein bisschen die Barrieren niedriger gelegt hat? Nein, also tatsächlich sind die Barrieren nicht niedriger gelegt worden. Man muss sich einfach auch mal die Zahlen angucken, wie viel Revenue die Tech-Unternehmen in den USA pro Quartal mittlerweile produzieren. Das sind 20 Milliarden pro Quartal Net Capital Gains. Also das ist einfach ein wahnsinniger Amount, der im Moment verdient wird. Und das ist natürlich auch getrieben einfach von der Cash-Schwemme. Das heißt, insgesamt laufen die Unternehmen gut, weil aber auch mehr Kapital im Markt ist. Die Erwartungen waren sehr hoch, aber werden tatsächlich einfach, weil das Geschäft gut läuft, noch weiter übertroffen. Das heißt, nein, die Erwartungen sind nicht weiter runtergenommen werden. Das sieht man jetzt im Moment. Ja. Also wir erwarten jetzt tatsächlich den Herbstausblick der Bundesregierung, der amtierenden oder noch in place bieten, der Bundesregierung. Und da erwarten wir jetzt tatsächlich das erste Mal, dass Erwartungen runtergenommen werden. Aber für diese Quartalzahlen, ganz sicherlich, wurden Quartalzahlen noch nicht runtergenommen. Ja, was auch ganz interessant ist, wenn man sich die Gesamtgemengelage ansieht, ist natürlich der Fokus unheimlich stark auf Unternehmenszahlen. Wir hatten das in der letzten Zeit zwar auch schon manchmal gehabt, aber oftmals sind ja dann doch eben andere Themen in die Märkte gekommen. Hier waren natürlich die Notenbanken ganz klar zu nennen. Das heißt, die zukünftige Zinspolitik der US-Fed oder der EZB haben immer wieder solche Ereignisse auch ein Stück weit überschattet. Diesmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass aber tatsächlich der Fokus wirklich ganz dezidiert von den Investoren auf die Unternehmenszahlen liegt und dass man so ein bisschen dieses Getöse, nenne ich es jetzt mal, von den Notenbanken eher als Beiwerk nimmt. Ist die Annahme richtig oder siehst du das anders? Also ich sehe das persönlich genau so wie du auch und zwar einfach aus dem Grund, dass wir jetzt die Effekte sehen und nicht nur auf der Einnahmenseite, sondern auf der Kostensparseite. Also die Corona-Krise wurde genutzt, Unternehmen effizienter zu gestalten. Das heißt, da wurden die Hausaufgaben gemacht und es wird einfach billiger produziert und das ist im ganzen Spektrum. Also da reden wir jetzt nicht nur vom Produktionsgewerbe, sondern alle Unternehmen haben es einfach geschafft, effizienter zu werden. Und das kann man ja ganz einfach sehen. Ich meine, wir wissen alle, Zoom-Calls funktionieren, Online-TV-Erstattungen funktionieren. Und das hat einfach, das wusste man vorher nicht und das ist effizient steigernd. Und das sorgt dafür, dass Kosten reduzieren bei gleichzeitiger Einnahmensteigerung. Und das sorgt dafür, dass gute Quartalzahlen sind. Aber man kann jetzt auch sehen, welche Unternehmen haben die Hausaufgaben richtig gemacht. Also einige Unternehmen haben auch Probleme.
Wenn wir uns Facebook zum Beispiel angucken, die Aktie ist tatsächlich jetzt gerade, gestern hat die 8% unter dem High geschlossen, nach den sehr guten Quartalzahlen. Das heißt, da sehen wir einen negativen Trend aus den bekannten, in den Medien bekannten Nachrichtenlage im Moment. Man hat gestern zum Beispiel im Senat wieder darüber diskutiert, was denn Social Media negative Effekte hat für die Bevölkerung. Und das ist natürlich eine Gefahr. Das heißt, im Moment sind Investoren tatsächlich sehr gut damit beraten, sich Einzelunternehmen genau anzugucken, was sind die großen Gefahren, die bekommen, also regulatorischer Weiß oder was sind tatsächlich nochmal, wo ist das Wachstum einfach noch da und wo sind Kosten kontrolliert worden. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich im Moment Unternehmenszahlen auf Unternehmenslevel einzugucken. Also wir warten am Anfang, Gesamtmarkt. Wenn am Markt gut läuft, kaufe ich den ganzen Index. Danach haben wir gesagt, Sektoren, wunderbar. Wir wussten beim Reopening, Old Economy funktioniert wieder. Und jetzt tatsächlich muss man noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist eigentlich immer der Fall. Im letzten Zyklus, ökonomischen Zyklus, ist es immer der Fall, man muss sich da einfach den Spreu vom Weizen angucken und tatsächlich auf einzelne Unternehmensebene gehen. Und das ist eine ganz interessante auch Hinleitung. Ich habe mir mal angesehen, was so unsere Kunden natürlich an Derivaten handeln. Und hier seid ihr auch ganz klar da vorne dabei. Morgan Stanley, natürlich Produkte eben auf dem DAX zum Beispiel. Und da sind bei Optionsscheinen wirklich Calls dominierend. Das finde ich ganz spannend, als auch Einzelwerte tatsächlich, wie zum Beispiel aus dem Automotive-Sektor, aber eben auch aus dem Halbleiterbereich, sind sehr, sehr stark eben auch durch Calls, durch Call-Zertifikate stark nachgefragt. Und da ist so ein bisschen für mich der Eindruck entstanden, du hast es gerade gesagt, eigentlich müsste man in der Phase doch ein bisschen dezidierter eben auch auf die einzelnen Branchen, auf die einzelnen Unternehmen eingehen und nicht mehr per se den Gesamtmarkt kaufen. In der letzten Sendung hatten wir genau das Gegenteil. Da war der DAX insgesamt eher von der vorsichtigeren Seite angefasst worden und wir haben sehr starken Fokus auf Einzelwerte gesehen. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Marktstimmung, das Sentiment unheimlich bullish ist. Wie schätzt du die Situation ein? Ist es tatsächlich auch eine Sichtweise, die ihr auch bei euch seht? Das heißt, dass gerade eben Investoren eher darauf setzen, dass wir zum Beispiel ein Jahresendrallye sehen? Oder ist es tatsächlich eher ein Ereignis, wo man sagt, ja, das ist so der Tatsache geschuldet, der DAX in den letzten Tagen runtergekommen und ist jetzt sozusagen aufgrund des Nachholbedarfs gesucht gewesen? Ja, also ich finde das auch sehr, sehr interessant. Es gibt im Moment bei uns ein Paper dazu, ein Papier, was veröffentlicht wurde. Und zwar heißt das Equitization, also dass mehr Equity gekauft wird. Woran liegt das? Naja, als erstes, die Banken haben tatsächlich noch zu viel Einlagengeschäft, was sie negativ verzinst liegen lassen müssen bei der EZB. Minus 50 Basispunkte, da ist das schon länger angekommen. Das heißt, die müssen jetzt tatsächlich in Alternativen investieren. Aber noch viel wichtiger ist es natürlich, dass es den Retail-Investor jetzt trifft, ja, also immer mehr Banken führen negative Zinsen ein bei immer geringen Amounts. Also es war ja am Anfang das über 250.000 Euro, dann waren es 100.000 Euro, jetzt sind 20.000 Euro. Das heißt, wir sehen jetzt das erste Mal, dass Investoren Kontoauszüge bekommen, wo tatsächlich, obwohl sie kein Geld ausgegeben haben, weniger haben nach einer gewissen Zeit, weil es negative Verzinsung auf tatsächlich Girokonten gibt oder auf meinem ganz normalen Konto. Und das ist jetzt führt dazu, dass Investoren natürlich jetzt sich Gedanken machen, was investiere ich denn? Und ich glaube, das wird dafür sorgen, dass wir tatsächlich gerade in Deutschland mehr Equity sehen werden, also mehr Aktienkäufe sehen werden. Und das kann natürlich der Sparplan sein bei ETFs, die Fonds, die gekauft werden und hoffentlich natürlich auch die normale Aktie und natürlich auch unsere Hebelprodukte oder Derivate dazu. Und das macht einen guten Mix aus. Aber ich glaube, das wird nochmal ein Katalyst sein, dass das noch schneller gehen wird. Und wenn natürlich jetzt die Aktienquote sich erhöht, ja, also dann jeder von uns mehr Aktien haben. Und das muss sich ja nur normalisieren. In ganz Europa hängen wir hinterher, gerade gegen England. Die haben viel mehr Aktienquoten. Das bedeutet dann natürlich, dass viel mehr Geld reinkommt. Und der deutsche Investor kauft natürlich gerne der DAX. Und ich glaube, das ist auch eine Erklärung dafür, dass viele Leute jetzt im Moment den DAX-Call kaufen, weil wir wissen es zwar nicht, aber die Rallye, die muss nicht vorbei sein. Die kann auch noch weitergehen. Das heißt, wir sehen dann auch noch mal weitaus höhere Stände im Moment im DAX, als wo wir im Moment sind. Ja, ganz interessant ist genau, da wird ja auch erstmal, sage ich mal, die ganze Diskussion um die EZB, wenn die jetzt ihre Leitzinsen oder beziehungsweise erstmal natürlich die Anleihekaufprogramme, sogenannte Tapering beginnt, ein Anleihekaufprogramm zurückführt, das ist ja kein Ad-Hoc-Thema, wo man sofort sagt, das ist ein Showstopper gerade für diese Tendenz, sondern wird ja eher auch ein Thema für die kommenden Jahre sein. Das heißt, erstmal führt man die Anleihekäufe zurück, beziehungsweise nimmt die Quote der Käufe zurück, dann kann man irgendwann mal darüber nachdenken, die Zinsen zu erhöhen. Also siehst du oder seht ihr das genauso, dass zumindest erstmal diese Thematik tatsächlich diesem Effekt, wie du ihn gerade beschrieben hast,
der Acquisition sozusagen nicht entgegensteht, sondern im Endeffekt dann erstmal noch auch weiter wirken kann. Genau, der kann durchaus sehr unterstützend wirken, weil wir reden da über riesige Summen. Also die Sparquoten waren noch nie so hoch auf deutschen Sparkonten. Und wenn ich jetzt das als Treiber sehe, dass ich tatsächlich, und der Deutsche, der verliert unglaublich ungern Geld, also jeder verliert unglaublich ungern Geld, und da macht man sich Gedanken, ja, und es ist ja immer so eine selbsterfüllende Story, eine self-fulfilling Story, sagen wir mal in England, dass natürlich, wenn die ersten Nachbarn die Aktien gekauft haben, man sieht, ich kriege negative Zinsen und der hat Aktien gekauft, das startet dann den Hype, dann muss man auch wieder vorsichtig sein. Aber da sind wir noch nicht. Die Aktienquote ist immer noch gering. Wir haben das gesehen, dass es stark stieg, die Aktivität im Markt, gerade durch Corona. Wir waren mehr zu Hause, wir hatten mehr Zeit, sich um unser Geld selbst zu kümmern. Das hat ein bisschen wieder abgenommen. Aber jetzt tatsächlich durch die negativen Zinsen, die uns alle betreffen, kann es durchaus sein, dass tatsächlich die Aktie wieder in den Vordergrund kommt und dass wir Aktien kaufen. Und dann kommt das immer, dieser Effekt. Wenn mehr Leute Aktien kaufen, kann ich mich mehr darüber unterhalten. Und dann steigt automatisch auch natürlich die Aktienquote im Gesamtdeutschland. Im Moment ist die Aktie als Thema in der Kneipe tatsächlich noch nicht salonfähig. Aber das kommt immer mehr und das wird dafür sorgen, dass immer mehr Investoren auch in den Markt gehen. Da muss man halt nur gucken, dass nicht irgendwann wieder der sogenannte Zeitungsindikator, wenn dann eben wieder die ersten großen Publikationen auf den ersten Seiten die großen Aufmacher haben, ob man in den Aktienmärkten schon wieder investiert ist, dann sollte man vielleicht vorsichtig sein. Aber das zeichnet sich ja derzeit nicht ab. Du hast ja bereits beschrieben, doch eine sehr, sehr große Zurückhaltung noch da, aber die sich langsam auflöst. Also von daher vielleicht erst der Beginn einer solchen Bewegung. Ja, durchaus. Aber natürlich, es gibt genauso viele Gefahren. Ja, also wenn wir uns einfach China angucken, die Probleme sind da noch nicht gelöst. Es wurde auch gestern nochmal China Mobile jetzt offiziell in den USA, das war schon, die Aktie war immer schon verboten, aber nochmal ein offizieller Handelsverbot oder ein Benutzungsverbot von China Mobile in den USA ausgesprochen. Und das sorgt einfach natürlich, dass die Streitereien zwischen China und Amerika wieder aufpoppen. Und da muss man immer wieder vorsichtig sein. Also wir reden von einem hohen Niveau, was noch höher werden kann, aber es lauern auch Gefahren. Auch die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es kann wieder sein, dass eine Variante kommt, wo vielleicht die Impfung nicht so gut hilft wie im Moment. Und das sind alles Sachen, die man im Auge halten kann. Also es ist, ich würde es immer sagen, kein Selbstläufer im Moment im Aktienmarkt investiert zu sein. Aber tatsächlich durch die negativen Zinsen und auch Rendite-Alternativen, ist es auch was, wo ich mich auf jeden Fall mit beschäftigen muss. Das ist richtig. Ne? Zumal man halt auch sehen muss, natürlich haben wir in den letzten 10, 15 Jahren, kann man ja schon bald sagen, hier eine sehr, sehr starke Sondersituation an den Equity, an den Aktienmärkten gesehen, die ja so in dieser Form davor nicht einfach beobachtbar war. Und von daher sind natürlich auch sehr, sehr viele Sondereffekte in den Finanzmärkten international gerade zu sehen. Und du hast natürlich schon recht, dass politische Komponenten, gerade eben geopolitische Komponenten, immer wieder auch eine Rolle spielen. Aber per se kann man halt schon attestieren, dass eigentlich die Aktienanlage bzw. die Beschäftigung mit den Kapitalmärkten nicht nur von der vielleicht monetären Seite, sondern eben natürlich auch von der Wissensseite her sehr interessant ist. Deswegen ja auch dieses Format mit dir. Ja, das macht auch das ganz besonders Spaß. Ja, und wenn wir letztes Jahr, vor 2 Wochen schon den Markt sehr viel niedriger gesehen haben, ich meine, der Markt entwickelt sich im Moment, ja, und wir müssen einfach reagieren. Ja, also deswegen ist dieses Format auch ganz interessant. Und ja, ganz sicherlich werden wir nicht immer richtig liegen mit unseren Annahmen, auch nicht bei Morgan Stanley. Ja, sonst würdest du ja auch wahrscheinlich nicht da sitzen, sondern irgendwo in Bahamas in einem Sonnenstuhl und einen Cocktail schlürfen. Vollkommen richtig. Lieber Dirk, vielen, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Ich kann hier nochmal den Appell oder aufrufen, wenn ihr Fragen zu Derivaten spezieller Natur habt, dann könnt ihr die unten in die Kommentarleiste reinschreiben. Ich nehme die mit, besprecht die hier mit Dirk. Dirk gibt euch natürlich die absolut kompetente Antwort auf eure Fragen, auf eure Anregungen entsprechend. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst auf den Comdirect-Kanal. Ansonsten, lieber Dirk, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Grüße nach Frankfurt. Liebe Grüße zurück und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann heißt wieder Derivate Deep Dive mit Morgan Stanley und Comdirect. Alles Gute und viel Erfolg noch. Macht's gut. Tschüss.